Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Borderlands, the Pre-Sequel. Wir brauchen eine Unterschrift für die Plakate, für die Moderationsplakate. Sehe ich das, Söldner, die sich meinem Schiff nähern? Ich werde in die Luft aufsteigen und euch mit einer Arschbombe zerquetschen! Wen nicht! Der Typ gefällt mir. Nein, gefällt er einem nicht. Das sind lauter so kleine Spackos. Ah ja, der Hund könnte ein bisschen bellen. Oh shit. Warte mal, wie konnte ich nochmal die Fähigkeit einsetzen? Ich hab vergessen, wie ich die Fähigkeit einsetzen kann. Ah, so. Überhaupt kein Geld. Scheiß Spackos, Alter. Hä? Haben wir jetzt alle? Finde jemanden, der den Empfang der Poster quittiert. Schließlich habe ich hier so eine Art respektabler Firma. Eine respektable Firma, ja, so schaust du aus. Ist das automatisch eingesammelt? Ne, das fliegt hier einfach durch die Gegend, was soll denn der Scheiß? Musst du so viel den Scheiß jedes Mal einsammeln, oder was? Oh. Voll. Ich brauchte einen anderen Platz. Dann haben wir hier nämlich ein R. Vielleicht wäre. Nasty Earth Kick. Genauigkeit ist höher. Feuerrate ist auch geringer. Ladegeschwindigkeit ist geringer. Magazingröße ist höher. Ich weiß nicht. Achso, warte mal. Die hat 21. Reserve Magnum. 6x11. Die hat 30. 28. Ja, das sind alles Gatlings, ne? Ja, dann kann ich die andere eigentlich gleich lassen. Was ist das da für eine? Two-Tap Rifle. Double-Tap Rifle. Die will ich mitnehmen. Keine Ahnung, schmeiß mal dich weg. Ich muss mal wieder mit der Steuerung. Wegwerfen, Kuh. Ah, komm her. Nein, falsche Waffe. So, hat jetzt die irgendwas, was ich brauchen kann? Die hat aber nur 12 Schaden, aber doppelt, ne? Genauigkeit. Müssen wir mal ausprobieren. Okay. Oh, naja, man sollte vielleicht nicht. Scheiße. Uppa. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hoch muss. Ja, ich will da rein. Na gut, nehmen wir halt noch mehr Scheiß mit. Wir haben die Luftreserve immer noch auf 50%, denn wir sollten vielleicht mal weitergehen. Benutzt dieses Sprungpad als Eingangstür. Das solltest du auch tun. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Verzeih mir, Sprungpad. War nicht so gemeint. Geh hoch zu der geothermischen Schaltanlage. Sieh nach, wo es hakt. Kleinen Penner, ey.
Komm schon! Ich muss mich bei dem scheiß Sprungfeld entschuldigen. Nö. So. Ja, jetzt hat der Sprungpack deaktiviert und nicht so. Muss ich anders rum. Scheiße. Dieses arrogante Hyperion-Pack auf! Wa. Er soll nicht rumlaufen, der Penner. Der ist nicht verreckt. Aha. Ey, wie die Dinger halt einfach folgen. Komm schon! Alter, die Schießen ist echt behindert teilweise, ey. Ich bin so schlecht. Achtung, da kommt ein Badass auf uns zu. Ich freue mich über deine Attacke, du Narr. Was war denn das jetzt bitte? Ich habe keine Munition mehr. Oh. Was macht er die beim Nachladen? Warum braucht die so lange? Nein. Boah. Ja, die Waffe ist scheiße. Die Waffe ist einfach kacke. Ne, dafür habe ich ja zu wenig Muni. Magnum. Die hat aber auch dieselbe Magazingröße. Ne, mal den da. Hä? Nein. So. Okay, vielleicht geht der Dieb besser. Zu viele Waffen, Mann. Zu viele fucking Waffen. Da, Shroom Rockets. Verbraucht 3 Munition pro Schuss. Wow. Cool. Das ist jetzt awesome. Mal dann, oder muss ich noch? Kann er alles. Nix gescheit. Ich darf jetzt den ganzen Weg wieder rumlaufen? War so klar. Ich könnte mal ein bisschen Energie brauchen. Aber nur ein bisschen. Muss ich jetzt rein? Oh, da. Wieso hat das nicht geklappt? Oh, ah. Die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Du bist die Sicherung. Verzeih. Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Wow. Deswegen hat es mich elektrifiziert. Wolltest du mich verarschen? Das ist eine Scheiße. Sicher wechseln. Na wow. Wie hast du es nur in dieser Armee geschafft, Soldat? Streng dich mal an!
Als Maul. So eine Scheiße. Ich meine, ich habe ja gesehen, dass ich fast keine Energie hatte, aber dann muss ich mich da reinstellen und gehe drauf dabei. Aber dies kommt man eigentlich relativ zügig voran. Ich mag ja so Monddinger irgendwie. Naja, und jetzt gehe ich wahrscheinlich trotzdem nochmal drauf. Warum sind diese Hyperion-Ärsche noch am Leben? Was ist denn alles los hier? Alter, was ist denn hier los? Wieso explodiert hier alles? Die Waffe ist auch scheiße, ich brauche gute Waffen. Du durftest Sprungpads benutzen? Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen. Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem, Sprungpads. Du durfst ein Sprungpad benutzen? Der Bosskampf ist gelandet. Dann kann ich dich näher an Concordia und das Störsignal ranbringen. Ich kann's kaum erwarten, deine Leiche auf ein Sprungpad zu werfen und zuzusehen, wie sie hochfliegt wie eine Kinderfantasie. Wo ist denn der? Scheiße! Alter, ich hab doch keine Chance gegen den! Er mit der Muni! Oh Scheiße, der ist da hinten. Der kann das alles einschalten. Alter, der zieht ja voll viel ab. Oh. Oh, oh, oh. Alter. Boah, der ist ja heftig. Aber richtig heftig. Das
Auserwählte. Sind wir jetzt bei Highlander oder was? Okay. Wir sollten mal die Waffe wechseln. Was ist die zweite Waffe? Das Scheißding. Hoppala. Ey, warum hält es denn so lange? Gegner? Jetzt ist natürlich kein Gegner mehr da, Alter. Leck mich, Alter. Leck mich einfach. Leck mich, Spiel. Oh. Ey, mir ist klar, dass das ein Boss ist, aber das kann doch nicht sein, ey. Finde jemand, der für die Plakate unterschreibt. Ich muss mal noch ein bisschen. Habe ich jetzt eigentlich schon noch irgendwie einen Fähigkeitspunkt oder so? Ja, einen habe ich. Nahkampfschaden, maximal Gesundheit. Waffenschaden. Größere Aktivierung den Schaden, wenn der Apsis geworfen wird. Da wird die Bewegungsgeschwindigkeit und Waffenschaden, während du die Apsis hältst. Nochmal so. Okay, weiter geht's. Da ist er. Kill den Idioten, dann kann ich dich näher an Concordia und das Störsignal ranbringen. Sie Kammerjäger sterben heute. Sonst will ich nicht mehr Persephone's Deadlift McElroy heißen. Bin ich schon wieder geschockt? Boah, da oben. Warte mal. Hab ich zufällig da noch irgendwas? Nein. Ja, das war so klar, Mann. Das war so klar. Stehst du Oh Mann, Alter, das ist doch... Gegner! Ach, das ist doch Schwachsinn, ich kann den nicht mal besiegen! Ey, das ist der erste Boss, Mann! Also, der erste richtige auf der Mondoberfläche. Ich habe aber auch nur Scheißdreckwaffen, ey, willst du mich verarschen? Du bist kein echter Soldat, wenn du nicht wenigstens... Jetzt geh erst schon mal die Motivationsplakate abgeben. Vorsicht, keine Atmosphäre. Da hinten irgendwo. Oben drauf oder unten? Ach, verdammt.
Oh, was haben wir denn? Was zum Teufel machst du in Deadlifts Territorium, Kammerjäger? Ich hab hier ein Paket, unterschreib. Mit dem größten Vergnügen! Sehr gut, jetzt gib ihm das Paket. Danke. Und jetzt, schwer ab! Er hat das Paket? Cool! Jetzt leg ihn um. Der Typ ist ein Arschloch. Was? Ausgezeichnet! Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlifts-Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Was? Bist du behindert oder so? Was ist mit der falsch, Mann? Hat er unterschrieben? Super, jetzt leg ihn um. Mal da unten. Oder? Ne, das ist schon das da gewesen. Bilder von mir im Versteck meiner Feinde aufzuhängen, halte ich für keine gute Idee. Sky's the limit. Weiter so. Meine Kunden bekommen, wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst. Das zweite, weiter oben. Da oben. Hm, das sieht wirklich furchterregend aus. Nur noch ein paar Poster. Nicht sterben jetzt. Ja, das sind ja keine mehr. Oh, das ist da ganz oben. Oh, scheiße. Ich brauch Luft zum Atmen. Nein, brauchst du nicht. Das ist ja kein Scheiß. Nein, was machst du denn? Warum? Hä, warum ist die da jetzt entlang schlittert? Okay, ich muss mich korrigieren. Mittlerweile hasse ich das Mondding. Oh. Ja, wie komme ich denn? Boah. Jetzt steigt langsam der Aggressionslevel. Dieses Bild ist gar nicht übel. Nur noch zwei und das war's. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe und fast von Kragans getötet worden wäre. Komm schon. Alter, jetzt fällt man da durch? Wirklich? Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Ich muss zugeben, ich sehe ziemlich cool aus. Häng jetzt noch das letzte Poster auf und der Job ist erledigt. Oh. Die letzten Bilder waren überbelichtet, deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen. Katzen mag jeder. Wie auch immer. Komm zurück. Ja, in dem Sauerstoff interessiert doch keinen. Niemand braucht Sauerstoff. Scheiß auf Sauerstoff. Die letzten waren ein bisschen überbelichtet. Deswegen habe ich Katzen genommen. Die Alter hat voll den Schatten. Wisst ihr das? Vielleicht ist die auch gar nicht so stark, ne? Mit der muss ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich brauche andere Waffen mit der. Ich muss mal schauen. Wie viel zieht die eigentlich ab? Close Quarter Peacemaker 20. Feuerstoß im Zoom-Modus. 50 Nahkampfschaden. Okay. Dafür hat die halt ein Zielfernrohr, ne? Serenity's Waste. Wahrscheinlich gehen mir jetzt diese Dinge nicht hier drauf. Das
Sagt die wirklich, hat das Ding einen Arm? Alter, wir leveln hier. Stirb einfach und halt's Maul. Scheiße, wo muss ich hin? Da hinüber. Stimmt, da kommen wir aber kleine raus. Deswegen war das auch so schnell rum. Deswegen waren da plötzlich auch so schnell wieder Gegner da. Normal würde ich die Folge jetzt gleich beenden, aber ich will das noch abgeben. Hä? Wirklich? Scheiß kleine Arschlöcher sind da. Ah, los, Mann. Ey, manchmal, ne? Boah, die Waffen, ne? Ja, warum hat er den jetzt nicht getroffen? Ich war doch genau vor dem gestanden. Eieieiei. Achso, ja, nee, ich muss oben rum. Ah. Ich muss mich echt halt als Konsolen, also ich habe jetzt lange keine Ego-Shooter mehr auf PC gespielt. Echt wieder erst dran gewöhnen, dass ich auf PC spiele. Ich meine, klar, also war eigentlich klar, dass es dann einfach von 0 auf 100 geht in einer Sekunde. Wo sind die? Da ist sie. Hab ich bloß dieses Ding gelassen? Ich hatte eine Katze. Sie starb. Das war's jetzt. Gibt's hier noch Nebenmissionen? Nö, scheinbar nicht. Ich hatte eine Katze, sie starb. Wow. Aber gut, an der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Borderlands, the Pre-Sequel. Macht's gut und Servus.